Was genau ist Programmieren? Ich meine, wir können uns alle eine Wiki-Definition raussuchen. Das klingt dann ungefähr so. Ein Computerprogramm ist eine Abfolge von eindeutig ausführbaren Instruktionen. Toll, diese Information hat mich jetzt ungefähr genauso weit gebracht wie die Information, dass das Gehirn zu 80% aus Wasser besteht. Danke für deines. Mal im Ernst, wir sehen ein komplexes Programm wie Photoshop oder unseren Lieblingsbrowser, um unsere Pornos zu gucken. Das können euch alles einfach nur eindeutig ausführbare Instruktionen sein. Doch. Also zumindest bei den Programmen, bei den Pornos bin ich mir nicht ganz so sicher. Zumindest wirklich jedes Computerprogramm besteht aus einer bestimmten Abfolge von Instruktionen. Kleine Schritte, die der Computer eindeutig interpretieren kann. Das können jetzt 10 solcher Schritte sein, 1000 solcher Schritte, 10.000 oder 10 Millionen. Die Kunst des Programmierens ist es nun, eine große Idee, wie zum Beispiel eine App, auf diese kleinen Instruktionen runterzubrechen und sie so anzuordnen, dass sie letztendlich eben diese große App bauen, bilden. Ja, und das Beste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass im Prinzip schon jeder kann. Ich meine, das beste Beispiel dafür ist ein Kochrezept. Stell dir vor, du hast das beste Rezept auf der Welt für Carbonara. Und deine beste Freundin ruft dich an und sie möchte unbedingt dieses Rezept haben. Für dich sind diese Schritte bei zu einem großen Schritt Carbonara machen geworden. Aber wenn du deiner besten Freundin sagst, Carbonara machen, bringt es ihr jetzt nicht wirklich viel. So viel wusste sie vorher auch schon. Du musst dir sagen, zuerst 200 Gramm Nudeln pro Person kochen, dann 50 Gramm Schinken in 20 Gramm Sahne pro Portion braten, bla bla bla, hier noch ein Fruchtzwerg und fertig. Damit kann deine Freundin nun was anfangen. Ob es eine gute Carbonara wird, ist mal zurückgestellt. Wichtig ist dabei, dass keine Schritte vertauscht werden. Wenn wir beispielsweise den Fruchtzwerg, bevor wir ihn öffnen, in die Pfanne hauen, geht das ganze Rezept schief. Und genauso ist es beim Computerprogramm. Nur viel schlimmer. Denn ein Computer rechnet mit diesen falschen Werten weiter, was dazu führen kann, dass wir anstatt unseren gewünschten Pornos niedliche Katzenbaby-Videos im Internet sehen. Und mal unter uns, es ist schon peinlich, mit ausgepackten Lörres vor Katzenbaby-Videos zu sitzen. Kann natürlich auch sein, dass wir uns als Programmierer für den Kernreaktor beworben haben und haben aus Versehen gesagt, dass die Kerntemperatur so lange steigen darf, bis sie kleiner als 20 Grad Celsius ist. Na, merkt ihr was? Wenn die Kerntemperatur bereits 30 Grad ist und immer weiter steigt, wird sie nie kleiner als 20 Grad Celsius werden. Dadurch wird die Kerntemperatur so lange ansteigen, bis uns der Reaktor irgendwann um die Luft fliegt und yay, Hashtag Chernobyl 2.0. Okay, ich hoffe, damit habe ich so ein bisschen die Wichtigkeit der Genauigkeit beim Programmieren dargestellt. Okay, jetzt bleibt da immer noch die offene Frage nach den komplexen Programmen und den Pornos. Solch komplexe Programme entstehen, wenn nicht nur eine Person an einem Programm arbeitet, sondern viele hundert Personen an vielen kleinen Teilprogrammen arbeiten. Und diese kleinen Teilprogramme werden dann zu einem großen Programm wie Photoshop geformt. Zum Beispiel die einzelnen Tools bei Photoshop sind einzelne Teilprogramme. Viele von euch denken jetzt bestimmt, das ist ja schön und gut, aber ich habe mal gehört, dass Computer nur eins und Nullen verstehen. Wie soll ich ihm jetzt vernünftige Anweisungen geben mit zwei Zahlen? Nun, heutzutage muss man als Programmierer nicht mehr mit solchen binären Befehlen 1, 0 arbeiten. Denn dafür gibt es Programmiersprachen. Diese funktionieren wie simple englische Sätze. Die meisten zumindest. Denn Programmiersprachen gibt es unbegrenzt viele. Manche setzen sich durch und manche nicht. Doch wir haben ein paar große Programmiersprachen, die sich bis heute durchgesetzt haben und die werden auch so schnell nicht ersetzt. Doch darum kümmern wir uns im nächsten Video. Ja, das Problem jetzt gerade war, die Kamera ist genau in diesem Moment in der Speicherkarte vollgelaufen. Ich habe das Video soweit fertig geschnitten und habe jetzt den letzten Satz hier drauf gesprochen. Was mir noch wichtig ist, ich saß jetzt an diesem Video wirklich nicht lange, aber ich habe es mich lange nicht getraut hochzuladen, weil ich glaube, das war jetzt das 7. Skript, was ich dafür geschrieben habe. Und ich bin kein Skriptmensch. Ich bin eigentlich kein Mensch, der seine Videos skriptet und ich gucke auch ungern eigentlich immer mal wieder auf den Text oder so. Man hat es jetzt gesehen, ich habe öfter mal weggeguckt, weil ich einfach kein Skriptmensch bin. Ich kann sonst nicht mit Skript arbeiten. Deswegen würde ich euch bitten, wenn euch das Video wirklich gefallen hat, dann sagt es mal, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt. Auf jeden Fall hier drunter drücken und in die Kommentare schreiben, ob ihr von den Videos überhaupt mehr sehen wollt. Wenn ihr davon gar nicht mehr sehen wollt, dann lass ich doch die Scheiße. Dann lassen wir das doch alles. Hat doch alles keinen Sinn mehr. Ich geh mich umbringen. Tschüss. Wenn ich was kann, dann überdramatisieren. So, wie gesagt, folgt mir auf Twitter, Instagram, Snapchat und so weiter, Facebook und was es nicht alles gibt, Zing. Im echten Leben könnt ihr mir auch mal folgen. Ist bestimmt ganz witzig. Man weiß es nicht. Gut. Ja, YouTube wäre noch eine Sache, so abonnieren zu drücken, wenn ihr es noch nicht habt. Ich meine, haben ja schon fast alle. Ich meine, so viele Abonnenten, wie wir haben, hier, komm,
Ja, war doch gleich mehr. Haut rein und tschüss!